Bevor das eigentliche Video startet, habe ich kurz noch was zu sagen. Es handelt sich bei dem Video um ein kommentiertes Gameplay-Video zu einem Spiel, das im Zweiten Weltkrieg stattfindet, worin man den Verlauf der Geschichte selber beeinflussen kann. Daher ist es nicht zu vermeiden, Personen oder Fraktionen zu sehen, die für manche störend oder anstößig sein könnten. Jedwede meiner Kommentare oder Aussagen sind rein auf das Spiel zu beziehen und haben keinen Zusammenhang mit meiner Meinung außerhalb vom Spiel. Weder mit meiner politischen Meinung noch politischen Orientierung. Das sollte berücksichtigt werden, da alles hier sich rein auf das Spiel und dessen Gameplay bezieht. Das Video ist rein zu Unterhaltungszwecken gedacht und sollte auch nicht anders gesehen werden. Vielen Dank. Da das hier jetzt vor jedem Hearts of Iron 4 Video kommt und ihr das überspringen möchtet, solltet ihr einfach die nächsten 55 Sekunden überspringen. Dann kommt ihr direkt zum Video. So Leute, willkommen bei Hearts of Iron 4. Wir spielen Mexiko. Unser Weg ist der Kommunismus. Ich habe Mexiko schon privat vor einer Weile gespielt. Meine Ziele sind, dass wir Mittelamerika erobern, Panama, bis nach unten nach Panama. Ob wir das hier kriegen, das kleine britische Stück, weiß ich nicht. Südamerika würde ich, wenn es geht, komplett in mein Bündnis reinholen und Mittelamerika erobern. Und dann ist mein Ziel halt, die uns zustehenden Staaten von Amerika zu erobern. Aber erstmal müssen wir Mittelamerika dafür erobern. Und wir haben schon mal hiermit angefangen. Ich bin mir auch nicht sicher, was der beste Weg ist. Ich will natürlich die Revolution vermeiden. Aber das müssen wir mal gucken. Wenn zuerst Verband mal ganz kurz gucken. Die machen einen Kurswechsel. Deutschen. Genau. Wir werden jetzt zuerst Kallis ins Exil verbannen. Und dann gucken wir weiter. Weil wichtig ist, dass wir den General loswerden. Weil, wie geht man mit im Kommunismus mit Offizieren um, die sich gegen das eigene Land stellen? Genau. Die werden aus dem. Ich habe alle Soldaten hier schon. Normale Standardinfanterie umgewandelt. Ich muss mich jetzt erstmal wieder reinfinden. Es ist ziemlich warm wieder. Wir sind bei ganzen 28 Grad in der Aufnahme. Einer Dachgeschossbude. Das ist ziemlich nicht auszuhalten, die Wärme. Genau aus dem Grund müssen wir mal gucken, wie ich das. So, er ist ins Exil verbannt. Das heißt, wir machen als nächstes Partie säubern. Deutschland besetzt das Rheinland. Das ist gut. Gehen die Briten welchen Weg? Wissen wir. Britisch haben wir auch ein Kriegsziel gegen die Sowjetunion später. Mal gucken. Hand haben. Elektrotechnik, wir haben nicht viele Forschungs-, deswegen. Mal gucken, wir werden erstmal komplett auf Zivil gehen. Hier unten möchte ich gerne mein militärisches Industriegebiet haben, hier nach unten erweiternd. Meine Zivilindustrie. Beziehungsweise hier unten. Also ich würde bis Honduras Militär machen. Wache. Machen natürlich die nachdrücklich. Bis Honduras kommt Militär, dann kommt hier unten wieder Zivil. Der hätte das ja alle von uns. Früher hatte ich meine Wand, hatte ich alle von hier oben bis hier unten beim Bündnis und dann haben wir die USA ohne weiteres überrannt. Dann habe ich auch mal einen Run gehabt, da hat sich ein ganz komisches Bündnis gebildet. Europäischer Verteidigungsrat von England und ganz seltsame Sachen. Nachdrückliche Kirche hat keine Negativpunkte. Ja, die nachdrückliche Kirche, wenn wir die behalten. Ländereien an die Kirche übertragen, das ist gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen Mikro gehauen oder Hauptschutz gehauen. Wann machen. Möglich, das würde man hören. Da steht ready. Sollten vielleicht mal unsere Luftwaffe für den leichteren hier unten bringen. Jetzt werden wir ihn haften, den General. Mit der Luftwaffe denn und dem Militär werden wir hier unten in Guatemala durchgehen. Eine königliche Hochzeit in Brasilien.
Das ist schlecht. Das könnte nämlich sein, dass wir Brasilien da nicht ins... Das ist sehr... Ja, das ist ja den gleichen, den wir mal gemacht haben, irgendwann. Ohne Brasilien haben wir einen Nachteil. Müssen wir mal gucken. Vielleicht kriegen wir Portugal bei. Sogar einen Fuß. Ja. Jetzt müsste gehen. Also das war mal wieder in den Windows-Einstellungen einfach runtergedreht. Auf 50% anstatt 90. Muss ich mal gucken, wie ich das jetzt in der Aufnahme Nachbearbeitung der Aufnahme mit der Audio-Lautstärke. Es ist schon frustrierend. So, wir können verbesserte Bedingungen für die Arbeiter machen. Das brauchen wir. Und danach gehen wir in die Revolution. 40 Unterstützung. Sowjet. Kommunistischen. Nicht. So, mal gucken. Ja. Infrastruktur ist nicht so Bombe, aber jetzt auch nicht negativ. Warte mal, was mich wundert, ich weiß, dass man das ja machen kann. Hat Schwerpunkt kommunistische Revolution nicht abgeschlossen. Das ist das hier, ne? Das heißt, was würden wir hier für einen Boni kriegen? Geht, wir werden ja eh später gegen Trotzki austauschen. Deswegen spielt das keine Rolle, ob wir das machen oder nicht. Gut, Spanien geht mir jetzt noch ein bisschen auf den Sack. Der Sache hier mit Brasilien. Weil ich die gerne hätte. Gut, wir brauchen aber Stabilität, aber wir brauchen auch, also das ist alles blöd. Wir sind jetzt absolut am blöd dastehen. Wir brauchen Stabilität, wir brauchen politische Macht. Wir brauchen sozusagen alles, aber wir haben nicht alles. Gib mir das Vermächtnis der Revolution. Die Rothemden natürlich. Natürlich Stabilitätsminus. Minus 18% Demokratie. Theoretisch gehen wir mal auf die verteilte Industrie. Geil wäre natürlich, die Demokratie allgemein zu verbieten. Problem dabei ist, dass wir minus 11 Stabilität kriegen. Das ist ein Problem, weil die Stabilität steigt dadurch nicht mehr. Haben wir jemanden, der den Kommunismus aktuell erhöhen will? Nein, nur Stabilität und darunter dann Demokratie. So, was machen unsere portugiesischen Freunde? Die machen nichts. Das ist erstmal in Ordnung. So. Nachdrückliche Kirche wird durch schwache Kirche ersetzt. Natürlich. Muss ich mal ganz kurz hier aufpassen. Haben wir das hier noch irgendwo? Britischen nicht. Und hier auch nicht. So, jetzt müssen wir das hier machen, aber hier sollte nichts mit der Kirche passieren. Richtig? Richtig. Wir haben jetzt die schwache Kirche. Hm.
Faschismus verbieten und den Kommunismus. Wir sind beide natürlich cool. Trotzki trifft ein und wir werden ihn in die Regierung mit einladen. Weil wir diesen Mann brauchen und wir werden ihn direkt in die Regierung reinholen. So. So, jetzt holen wir uns noch den Kommunismus und so, wir sollten eigentlich noch keine Revolution haben. Wunderbar, passt noch. Leo Trotzki ist unser Stabschef. Organisation der Armee 12% ist geil. So, Pressezensur. Was würde... Neutrale will ich nicht. Eine Razzia. Okay, was... Gut, wenn wir jetzt... Kommunismus verbieten. Heftig. Wir lassen das lieber mal mit dem Verbieten. Wir warten. 3. Da Stabilität wichtig ist, machen wir das so. Die wollen jetzt hier diesen monarchischen Aufstand in Brasilien machen. Okay. Wir machen mal eben für uns jetzt unseren neuen Weg. Das können wir noch nicht machen. Deswegen gehen wir einfach weiter hier gegen unser Bündnis. Bleiben die bei uns im Bündnis oder joinen die direkt mit? Interessante Sache. Wenn wir die nämlich jetzt reinholen. Ich weiß, dass wir die politische Macht brauchen, um später die Länder hier unten mit reinzukriegen nach unser Bündnis. Kolumbien will ich zuerst haben, damit wir Panama zum Beispiel schneller erobern können für den Notfall. Argentinien, Venezuela, also so die großen Länder will ich primär haben. Apropos primär. Okay, die bleiben, die verstärken die Kolonien. Aber was die jetzt beim Kurswechsel genau machen, das ist, mir noch unbekannt, aber sieht nach Kommunismus aus. So. Theoretisch nur durch ein Bündnis, also nur durch eine Fraktionsänderung sollten sie eigentlich nicht. Nur weil das Land sich zusammenfügt, sollten sie eigentlich nicht mein Bündnis verlassen. Das wäre ja Bullshit. Oder? Ich weiß es nicht. Das Spiel hat schon seltsame Bugs manchmal oder Verhaltensmuster. Bedingt auf andere Sachen kommen. So. Bolivarisches Bündnis. Das ist mein Ziel. Und meine Ziele sind dann sowas wie ihr. Theoretisch auch ihr. Und ja. Mach minus 4 den Tag, das ist in Ordnung. Ich muss immer mal wieder zwischendurch was trinken, tut mir leid dafür. Ist sonst nicht auszuhalten bei der Wärme. Das, was wir machen, ist dann einfach Brasilien einladen und dann gehen wir nach unten an der Verteidigung und dann gehen wir gucken. Weiter Krieg. Weil die Kirche nicht. Mache Kirche und wir haben den Krieg verhindert. Das ist dann wieder minus Stabilität und alles blöd. Also das ist das Problem bei
Mexiko, man muss das mit der Kirche oder der Stabilität im Griff haben. Wenn man aber schnell irgendwo hinwaschen will, dann hat man das nicht so gut im Griff. Weil ich mache mir echt Sorge. Dass das hier scheiße. Dass ich Brasilien nicht kriegen kann. Ich würde gerne Brasilien haben. So, das. Dann nehmen wir uns Rohstoffe. Mache Kirche. Wir wollen auf jeden Fall wieso die Mitte haben. Wir wollen jetzt nicht eins von beiden sein, wir wollen schön die Mitte haben. So, Bündnis, genau. Stopp. Damit warten wir, was macht das? Das macht Stabilität. Leon Trotzki wird Vorsitzender der Partei. Wie heißt das? Revolutionspartei? Wir müssen uns also für eins von den beiden Sachen entscheiden. Das hier werden wir trotzdem noch machen. Aber wir werden auf Trotzki. Sind Länder beigetreten? Nein, gar keins. Warte, das Reich Brasilien. Wanna be friends? Das müsste die Stabilität etwas nach oben pushen, aber nicht genug. Richtig. Richtig. Wir müssen mal gucken.60 Tage, ja, das könnte knapp werden. Warte mal. Wait a second. Wir könnten auch das. Mein Gott, wir könnten theoretisch auch das Brasilien bekommen. Das müssen wir aber erstmal dafür sorgen, dass wir keinen Bürgerkrieg haben. Ich musste eigentlich so schnell wie es geht Ländereien an Brasilien verkaufen. Ach, an die Kirche verkaufen können. Leider haben wir das noch nicht. Portugal hat seine Truppen noch nicht dahin geschickt. Schlecht. Es ist egal, welche. Aber wir Brasilien bei mir haben. Jetzt wäre es schön, wenn wir hier mal eben 75 Punkte hätten. Durch. Naja, Argentinien. Ja, Argentinien läuft Gefahr, uns zu übernehmen. Unser Bündnis werden sie aber nicht. Portugal ist allgemein gerade in einem Bürgerkrieg. So, 35 Tage. Können aufhören. Wir können erstmal hier aufhören, unsere Beziehung zu verbessern. Ah, Portugal hat seine eigenen Probleme, das ist schön. So, jetzt sind wir die mexikanische Sowjetrepublik mit Leon Trotzki an der Macht und unserem Oberbefehlshaber Leo Trotzki. That's the problem. The big one. Kriegen wir aber irgendwie hin. 3% Basisstabilität.
Kriegen wir hier jetzt irgendwo noch Stabilität so auf die Schnelle her? Da kriegen wir noch eine schwache Kirche. Das wird gerade so passen. Das heißt, uff. Und danach will ich Brasilien einladen. Auch wenn es faschistisch ist, würde ich es gerne einfach bei uns im Bündnis haben. Weil soviel ich weiß, spielt das die Orientierung, die Parteiorientierung keine Rolle dabei. Ob man faschistisch, kommunistisch, monarchisch, demokratisch ist in dem Spiel. Wir haben es geschafft. We are erstmal safe. Wow, schlechtes Deutsch. We are erstmal safe. Wow. Schlechtes Englisch. What the fuck? We are safe for now. Wirtschaft ist immer noch am Krüppeln, aber das regeln wir. Wunderbar. Brasilien. Ihr wolltet schon immer in unser Bündnis rein. Das höre ich doch gerne. So, wir haben den Rohstoffabbau, wir haben das, dies und jenes. Ich würde gerne unsere Forschung beschleunigen. Unser Militär ist noch weak. Aber das macht nichts. Es wird reichen, um hier Guatemala zu erobern. Ich dachte gerade hier an. Ach, das ist Honduras. Ja. Ja, ich sollte. Mittelamerika hat nicht so viele Länder. Ich tue mich trotzdem schwer. Ich weiß, wo Panama ist. Mexiko ist. Hier wird schwer. Ich weiß auch, wo die Falkland-Isles sind oder Falklandinseln. Hier. Und ich weiß auch, dass sie eigentlich zu Argentinien lieber gehören sollten. My opinion. Bam, Brasilien einladen. Wunderbar. So, und das hier hätte ich gern. Dafür bräuchten wir aber eine bessere Kirche. Kriegen wir die hier irgendwo? Kriegen wir hier noch irgendwo eine verbesserte Kirche? Machen wir jetzt mal den. Warte, welche ist das? Integra, blablabla. Bitte, ich habe das Richtige? Ich habe das Richtige. So. Was passiert, wenn ich jetzt. Aber wäre das jetzt nicht Iron Man, würde ich die jetzt auch noch einladen. Das ist hier Königreich Porto. Wir stehen zusammen. Mit unserer Verbündeten. Und jetzt müssen wir mal gucken. Als nächstes, ich würde erstmal mich konzentrieren, Venezuela zu kriegen. Und Ecuador hat seine Gründe. Werde ich später erzählen. Die Länder treten nämlich immer sehr schnell der Achse bei. Das heißt, wir könnten Militärzugang erbitten. Und wir könnten eine Armee dann mal da eben rüberschiffen, oder? Nur um zu helfen. Brasilien sollte das hier unten alleine hinkriegen. Wir müssen aber hier gewinnen, so Nationalbank. Landreform, minus Stabilität, politische Macht, Bauplätze. Oh, Streikbrecher, da kann man keinen Streik mehr, glaube ich, kriegen. Und da wieder wird unsere schwache Kirche uns weggenommen. Wir müssen unsere Kirche verstärken. Wir müssen die Kirche verstärken. Das ist das Problem.
Das kriegt ihr schon alleine hin. Erobert Rio de Janeiro, dann war es das mit Brasilien. Okay, Brasilien, macht die gut. Argentinien schickt auch schon Truppen in Übersee. Argentinien ist nicht mehr das größte Land, was sonst gefährlich werden kann. Und dann helft ihr mal hier bei der Offensive. Holt euch ein bisschen Combat-Erfahrung, kämpft mit euren Freunden. Freunden, aka zukünftige Verbündete, maybe. Bam, ihr habt Combat-Erfahrung. Ihr habt nämlich... Habt ihr überhaupt was gemacht? Kein blassen Schimmer, aber jetzt macht ihr was. Sammelt die Kampferfahrung. Brauchen wir nämlich. Machen jetzt auch mal kurz weiter. Ich will jetzt schnell die Möglichkeit haben, den Krieg im Süden anzufangen. Bevor wir zu viele feindliche Bündnisse haben. Und solange wir die Kirche haben, kann ja nichts passieren. So, Venezuela und Ecuador können aufgehört werden, sich zu verbessern, die Beziehungen. So, Krieg ist hier im Moment zu Ende. So. Es gibt keinen Krieg mehr. Brasilien hat was, es gehört. Wir haben was. Kuba und so. Sind die Länder frei? Sind frei. Das hier gehört den Niederlanden oder das gehört Frankreich. Das haben die noch nicht aufgegeben. Chile, Peru, Bolivien. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind noch ordentliche Länder. So, nach Süden. Das ist jetzt erstmal wichtig, dass wir das wirklich durchziehen. Ohne, dass uns ein Land in die Quere kommt. Es könnte natürlich passieren, dass uns da jetzt irgendwie England oder so gleich dazwischen funkt. Oder auch die USA, weil die ihre Finger nicht davon lassen kann. Und das müssen wir verhindern. Wir haben ein bisschen Militärerfahrung, tatsächlich genug dafür, dass wir hier eine Artillerie reinkriegen. Ich müsste jetzt diese Artillerie noch loswerden. Wird aber nicht so einfach. Aber mit den Artillerie werden wir gut bedient. Ich hoffe, die Truppen sind schon wieder zu Hause. Die sind schon wieder zu Hause, tatsächlich. Das ist schön. So, jetzt nehmen wir unsere Flugzeuge schon mal. Und werden dann einfach so nach Süden durchmarschieren. Das ist jetzt die schwache Kirche. Ich möchte gerne, dass es in der Mitte steht, damit wir eine starke Kirche haben. Nehmen wir. Weil wir brauchen diese verdammte starke Kirche. Denn wir wollen hier gegen Krieg. Annektieren. Und Offensive. Go. Ich weiß, Gebirge. Gebirge ist immer blöd. Wir werden keine Verbündeten reinrufen. Höchstens bei Panama. Höchstens. Salvador oder Honduras als. Gute Frage. So. Wir sollten jetzt auch unsere Waffentechnologie mal verbessern. Und unsere Wirtschaft. Infrastruktur und Zivilfabriken. Wir annektieren. Wir machen hier unten mit. Wir machen nicht hier unten weiter. Ich würde gerne zuerst hier oben durch. Dann nehmen wir jetzt unsere Flügelein und die dahin. Ja, aber auf einem anderen Flughafen. Ich will die näher an der Frontlinie haben. Fühle ich mich immer ein bisschen wohler. So, mach deine nächste Offensive. So. Macht das was mit unserer Kirche?
Nein, macht es nicht. Genau das wollen wir. Ah, so, ich hoffe, dass die nirgendwo beitreten. Deswegen fangen wir schon mal an, diplomatischer Druck. Da. Komm. Okay, noch keine Verluste. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Männer wir verlieren und wie viele Männer die verlieren. So, im Überblick. Gerade auch, weil wir langsam vorangehen. Okay, 3K. 4K und wir haben 2K verloren. Aber wir haben sogar schon die Möglichkeit, komplett bis nach unten durchzuwaschen. El Salvador lassen wir tatsächlich erstmal in Ruhe. Wir machen gleich mit den großen Ländern weiter. Als nächstes kommt neutrales Neuguinea, denn hier Costa Rica und dann Panama. Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Tiki. Ich finde es immer so ein bisschen unverständlich, wenn man Sachen versucht auszusprechen und man keinen blassen Schimmer hat, wie, aber ich wüsste sonst auch nicht, wie ich das machen soll. Gott, was geht denn hier ab? Deutschland macht gleich gegen den Zwei-Fronten-Krieg gegen... Ich wollte noch so die... Nach der USA wollte ich die Sowjetunion besiegen, aber ich brauche einen starken Verbündeten. Ich brauche ein starkes Bündnis an meiner Seite. Komm, macht bitte eine Großoffensive. Einfach eine Großoffensive in den nicht auszusprechenden Namen des Landes, Stadt des Landes. Danke. Ich habe ehrlich keine Ahnung, wie ich diese Länder aussprechen soll oder die Städte. Die Länder geht, die kennt man ja so. Aber manche dieser Städte. So, jetzt nehmen wir hier die Unterstützungsartillerie raus, weil wir Frontlinienartillerie nehmen. Und wir setzen direkt zum nächsten Offensivkrieg an. Die USA interessiert sich nicht dafür, weil wir alle Teile der Amerikas sind. Spanische Linke oder Spanische Linke? Ich will eigentlich... Egal, weil ich mich dafür nicht interessieren werde. El Salvador hat so eine große Armee, das ist doch zum Lachen. Sieht Vorräte technisch aus? Wir stehen sogar ziemlich gut da. So. Geht weiter. Das hier wird ein harter Kampf, glaube ich. Weil ich bin der Meinung, das ist klein. Man hat keine guten Möglichkeiten für die Offensive. Wenn die sich da gut eingraben, dann haben wir keine Chance. So. Und ich möchte, wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, hiernach mein Land aufbauen, die Bündnisse formen. Apropos Bündnisse formen, ich muss mal kurz gucken. Wir könnten jetzt mit Chile und Peru weitermachen. So, Verluste. Ich muss was trinken. Ich glaube, wir kommen hier sogar mit einem guten Plus an Männern raus. Also wir verlieren weniger, als wir sollten. Und wir bilden unsere Männer dadurch sogar noch aus. Ich krieg noch nicht mal mit, wie viele Männer wir verlieren. So, und jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil. Und zwar... den hier. So,
Können wir die schon einladen? Sender? Ja, die beiden können wir schon einladen. Das heißt, wir könnten schon wieder Verbesserung unserer Diplomatie aufhören. So, als nächstes würde ich aber schon mal Bolivien als nächstes machen. Paraguay. Wir haben keine Probleme mit der Kirche. Stopp. Italien ist der Achse beigetreten. Jetzt muss ich mir das Bündnis mal angucken, was wir hier haben. Welchen Weg geht ihr? Kommunistisch oder faschistisch? Keine Ahnung. Die Achse ist okay besteckt bis dato. Türkei ist der Achse beigetreten, das ist gut. Also, das ist sehr gut für die Achse. Entschuldigung, aufstoßen. Hab gut gegessen. Und trink jetzt Wasser mit Kohlensäure. Wo sind meine Truppen hier? Die sind da. Okay. Wie viel müssten wir noch haben? Hallo? Ja, wir haben Krieg in Panama. Okay, dann nehmen wir jetzt euch. Und den Waffen rufen. Einfach durch. Ich will Panama erobern, ne? Ist euch bewusst? Gut. Damit hätten wir fast alles Wichtige. Jetzt kommt noch das kleine Ländchen hier. Ja, genau. Doppelt gemoppelt. Ich wollte einen Offensivplan haben. Und so, für besetzte Gebiete nehmen wir Kavallerie, ausgestattet werden sollte. Und wir gehen mal ganz kurz, auch wenn wir nicht viele Fabriken haben, darauf. Bolivien. Bitte ins Bündnis reinholen. Wir haben fast alles, was wir brauchen. Das hier von den Briten kriegen wir nicht, das Gebiet. Gerade auch nicht. Sie haben leider nicht die Antillen befreien. Hä? Irgendwas übersehen? Hä? Haben die das aufgegeben? Nee. Haben wir das schon mal? Haben wir es gerade erforscht? Ich dachte, wir waren oben zugange. Ich bin gerade verwirrt. Ah, okay, wir haben es doch gemacht. Okay, nur die Niederlande haben uns nachgegeben. Das ist natürlich traurig. Dass nur die Niederlande verstehen, was wahre Freiheit bedeutet. Das heiße ich nicht gut. Los, schneller an die Front. Wir müssen sie an Mittelamerika befreien. Auf eine Art und Weise, wie nur ich es kann. Mit Waffen. Gott, klingt das schlimm, wenn ich das so sage. Und Luftnahunterstützung. Und wir wollen viel Luft und viel Luft, weil die USA hat auch viel Luft. Die hat sehr viel Luft. Mittlerweile sind wir aber auch schon ziemlich groß. Und wenn wir jetzt langsam die anderen Länder integrieren, ich sollte aufhören, so schnell zu reden. Ich kriege sonst kaum noch Luft. Bei den ganzen Themen mit der Luft. So, ihr gehört mir. Bam. Okay, das hier wird jetzt ein Grindfest, nehme ich. Ich muss das Spiel gleich neu starten, ich kann hier nicht reingucken.